also Ökonomie und Menschlichkeit schließen sie überhaupt nicht aus, sondern das ist eigentlich eine harmonische Vereinigung der Gegensätze, weil das eine gehört zum anderen und umgekehrt. Wenn man zum Beispiel den Begriff Nachhaltigkeit wirklich die Definition hernimmt, dann basiert die nicht, wie viele denken, nur auf dem Ökologischen, sondern Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und Soziales ist ja eigentlich die Menschlichkeit. Also das eine befruchtet das andere und es ist ein Ganzes.